es geht gleich los. Lars. Oh, es geht los. Oh. Oh Gott, oh Gott. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Splatoon Global Testfire. Im Revierkampf bin ich heute nicht allein. Neben mir sitzt der gute Bertis. Sag mal hallo. Tag. Tag. Er wird ein bisschen kommentieren, während ich hier mit dem Sniper ein bisschen versuche abzugehen. Als Sniper ist ja eben auch wichtig, dass man eben kontinuierlich Farbe, also auch Punkte holt. Und Farbe zerlegt. Und der Sniper ist halt relativ effektiv gegen viele Gegner, zum Beispiel da hinten. Und zack. Yeah. Getroffen. Du kannst halt. Noch einer. Da hinten ist auch noch einer. Ah. Mistkerl. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Okay. Das ging jetzt nicht. Das ging jetzt nicht. Und habt ein bisschen Mitleid mit dem Bertis, denn er kann jetzt, da er ja nicht spielt und trotzdem kommentieren muss, ein bisschen, ah, der Satz war unnötig, ihr wisst, was ich meine. Mein Weg. Ah, jetzt verstehe ich, wie die Sniper funktioniert. Oh. Stirb! Oh, ich habe das Sniper Skills raus. So. Ja, mit dem Spiel. Aber in so einem richtigen Shooter kann ich, glaube ich, nicht snipern. Bei Assassin's Creed reicht es dann noch so für ein paar, kann auch, glaube ich, mehrere Leute auf einmal killen. Weißt du, noch so für ein paar Revolverschüsse, aber so richtig snipern kann ich, glaube ich, nicht. Das ist hier auch relativ einfach, das da tun. Der stirbt auch. Und ich sag mal, mit dem Ding kann man halt nicht besonders gut einfärben, aber ja, kann halt. What the fuck? Stirb! Stirb! Nein! Oh. Nein! Aber man kann halt relativ gut Leute killen. Das ist gar nicht schlecht auch. Kann ich irgendwie zu dem da hinten? Nee, das bringt jetzt nichts. Zu dem das zu gehen ja bringt gut. Jetzt gar nichts, aber es sieht nicht so gut aus, glaube ich. Wir haben nicht so besonders viel Farbe. Nee. Verspritzt. Shit, Alter. Aber ich versuche noch was rauszuholen, was geht. Ah, der hat Schussschild. Nein. Okay. Aber ich setze auch meine Spezialattacken relativ unhäufig ein. Von daher, es gibt ja nicht nur die So-Waffe, sondern auch Spezialwaffe. Muss ich mir echt mal ins Gedächtnis rufen, dass ich das öfter machen muss. Naja, gut. Oh. Vorsicht. Der Stuhl knarzt. Das habe ich gerade gemerkt. So, verloren. Leider. Ey, der Stuhl knarzt, habe ich gesagt. Entschuldigung. So, der Bertis hat einen Abgang gemacht, der ist gerade gegangen. Der ist nicht mehr da. Er hat gesagt, er mag das Spiel nicht. Und jetzt habe ich ihn gleich kurz. Ich habe ihn gesteinigt, um ehrlich zu sein. Spaß. Mit Farbe gesteinigt. Mit Farbe bespritzt. Splatoon in Real Life. So. Ja gut, das ist Spaß. Splatoon ist eigentlich nichts anderes als eine Paintball-Simulation. Ja, das stimmt. Oder? Okay, also hiermit kann man ein bisschen besser Farbe spielen. Ich kann auch die ganze Zeit drauf los schießen. Neu von Nintendo. Hallo? Paintball-Simulator 2015. Hallo? Ich glaube, wir haben Lags. Alles klar. Hallo? Juhu. Okay, da ist alles voll. Ja, kann halt wirklich sein, ich hab mal einen. Yeah, gut. Alles ja, klar, okay. Und ein Disconnect, okay. Naja. Passt schon. Kann ja mal passieren, gell?
Dann wähle ich halt als nächstes dann. Ah ja, probieren wir es einfach nochmal. Ich habe mal gespielt, ne? Und da war, es sind ja in dem Gegnerteam sind ja immer 4 Leute, ne? Und die 4 Leute waren einfach, hatten Disconnect und sind rausgeflogen. Und ich habe mich so gewundert, hä? Komisch. Wieso bewegen die sich alle nicht mehr? Und da war wirklich bei meinem Team nichts und bei denen wirklich alles. Ja, und dann war das Spiel vorbei, oder? Ja, dann, nee, das Spiel ist weitergegangen, war zu Ende und wir haben gewonnen. Wow. Das war echt bitter. Aber gut, ich meine, bei mir ist auch mal in meinem Team, einer hat sich dann irgendwie am Anfang nicht bewegt und dann war finito. Das sieht doch ein gutes Team jetzt. Besser aus, ja. Manchmal ist man echt in einem Scheiß-Team mit nur Anfängern. Ja, merkt man aber von der Mischung, also ein Sniper, dann der Rest Farbrolle und du so ein komischer anderer Flexer. Flexer, ja. Also es ist, macht wirklich, es ist... Fuck, wo kommt das denn jetzt her? Jedenfalls, da kam's her. Mann. Es ist nie gut, wenn in einem Team wirklich viele von einer Gattung sind. Da hast du recht. Ja. Also, wenn du nur Klecksrolle hast, ist es schon ziemlich blödsinnig. Ja. Oder nur Sniper. Oder nur Sniper, ja, hatte ich auch schon mal. Der Glückskörper klar am Start. Oh, der Fuchs. Der ist da irgendwo. Ja, da an der Wand. Den habe ich getroffen in der Tinte. Wie aus ja, dem Nichts. Ja, okay. Guck, da war er, der ja, war da okay, an der Wand. Tut mir leid. Beim Klecksroller ist halt so, du holst ziemlich viele Punkte im Original. Also im Spiel kannst du dann halt, im richtigen Spiel ist es jetzt nur eine Demo-App quasi, stirbt. Stirb! Das. Mit dem Originalspiel kannst du halt. Wir beide aufeinander ballert. Kann ich ein bisschen Bomben spammen? Nicht. Das spammt nicht mehr. Was wollte ich sagen? Das habe ich wieder vergessen. Ich bin zu konzentriert in das Spiel hier. Cool. Da kann er noch so kleine Kurzbefehle geben. Zu mir und cool. Zu mir und cool. Diese Auswahl. Ja. Krass, gell? Weil ich glaube, man kann das dann auch noch richtig, also die anderen Knöpfe auch noch belegen im Originalspiel. So, mal noch ein paar Bomben. Noch mal ein paar Bomben. Alles klar, Digga. Ah! Ich dachte, ich hätte den erwischt. Okay. Tja. Dann halt nicht. Ich will zu euch. Manche sind gerade gestorben, zu denen kann man dann nicht. Ist ja logisch. So, stirb. Stirb. Stirb! Alles klar. Da hinten ist noch einer. Okay. Ja, wie sieht's aus? Gut. Ich glaube, wir haben gewonnen, oder? Ja. Ja. Aber. Super. Aber knapp. Ja, es war knapp. Hätte ich nicht noch Punkte rausgeholt, wäre ich nicht noch nach vorne gelaufen, dann hätten wir. Ja, okay, egal. Sieg. Ah, guck mal, das Beste. Wir müssen dann heute übrigens noch SCP-078B spielen, gell? Echt? Ja, hast du darauf Lust? Facecam. Hast ja. Du darauf Lust? Ja! Echt? Echt? Mir graust. Okay. Willst du wirklich? Können wir machen, ja. Warum nicht? Mit Facecam. Yeah! Läuft bei uns. Wie wär's? Ja? Ja? Gut. Da freue ich mich schon drauf. Du spielst. Okay, ich spiele einmal und du spielst einmal. Wir können auch noch Counter-Strike anspielen. Wir können auch Counter-Strike. Wir können, wir auch können noch beides machen. Wir können auch noch Slender mal nochmal spielen, damit oh, ich nochmal ausraste. Das dauert so ewig. Ja, das dauert. Ja, dann musst du mal spielen. Da dauert es bei dir vielleicht nicht so ewig. Bohrinsel Nautilus. Diese Begeisterung. Ich guck's mir neben dein Face.
Ich weiß nicht, woran mich das erinnert. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist so eine Art Battlefield-Abklatsch mit Paintball. Was halt das wie Paintball ist und mit Tintenfischen spielt. Also, genial, die Idee, oder? Genial. Was? Fehlt nur noch, dass man Squads bilden kann und die Commander hat. Ja. So, Tinte auffüllen. So, hier ist alles, hier passt alles. Da ist einer. Das sind die Aufzüge. Welche Nummer ist hier? Aufzüge. So, der ist da. Ja, gell. Innovation wird bei Nintendo immer groß geschrieben, vor allem wenn es um die Storys geht. Und wenn es um Super Mario geht. Ja. Wie sieht's denn aus? Alter, wo sind die denn alle? Kann ich hier hoch? Nee. Okay. Durch die Rohre kannst du hoch, oder? Da ist noch ein bisschen Farbe. Da hat sich einer geoutet. Und bezahlt sofort dafür. Zu mir! Hier ist Farbe. Die müssen wir uns holen. Da müsst ihr wohl endlich mal Farbe bekennen. Hier, so schön. Das ist wieder. Jetzt können wir eigentlich zur Basis gehen, weil es gibt sonst nichts mehr, was wir hier ausfüllen können. Spawn-Campen ist aber blöd. Ja. Auf 1 Minute. Da ist eine Heulbrühe. So. Da ist ein Typi, glaube ich, irgendwo da hinten. Ja. Tschüss. Nein. Nein. Jetzt falle ich runter. Nein, das kann nicht sein. Egal. Ich spring für dich. Hui. Wo bin ich denn jetzt? Das bringt doch nichts. Warte. Ja, das war das falsche. Ah, doch, da. Ein paar Asis. Das bringt doch nichts. Ja, du hast ja auch recht. Du hast ja recht. Ich war dumm. Ich war absolut. Können wir denn hin? Zu dem können wir nicht. Das ist ein Gegner. Zu dem. So. Cool. Ja, cool. Wir verlieren. Cool. Oh, hast verloren. Ja, wir haben verloren. Ja. Oder? Ja, wir haben verloren. Oder? Ja, wir haben verloren. Ja. Gut. Noch ein bisschen. Und dann ist die Stunde auch schon fast wieder abgelaufen. Echt? Die wir hier hatten. Na ja, gut, vielleicht noch 25 Minuten. Ich ne. So wenig Zeit. Ich nehme nochmal eine andere Waffe, sagen wir, den Junior, ja, der hat Schutzschild, der Junior Kleckser, können wir auch mal ausprobieren, habe ich auch noch nicht gezeigt, das Schutzschild. Gell, wäre das? Ja. Ja. Stille, keiner sagt was. Alles klar. Einer fehlt noch und dann geht's sofort weiter. Einer fehlt noch. Mit Let's Play Splatoon. Let's Play Splatoon. Alles laut. Ey, mein armer Popschutz. Der hat meinen Popschutz geknutscht. Was bringt das eigentlich? Was soll ich so machen? Oh mein Gott. Man hört nichts. Tja. Dafür sind Popschütze ja auch gut. So, welche Stage? Also ich habe das Gefühl, hier gibt es echt nur 2 Stages. Ja, aber sehr spannend, dieses Spiel. Ja, spannend. Naja gut, es ist halt nur eine Demo. Und ich bin froh, dass ich kostenlos spielen kann. Ich weiß auch nicht, wenn die so oft das Splatfest machen, dann hätten die auch einfach eine Demo rausbringen können, wo man immer spielen kann, oder? Aber gut, wer will dafür denn immer Server betreiben? Ja, auch sehr das gut kann sich ja kein Mensch leisten, solche Server.
Vor allem ist nicht ja Nintendo. So, dass es tausend andere Free-to-Play-Spiele gibt, die Server betreiben. So. Was haben wir denn für eine hässliche Farbe? Dieses Mal. Grün. Es gibt, glaube ich, bei Splatoon auch so einen Modus, wo man für farbenblinde Menschen irgendwas einstellen kann. Dass sie das auch spielen können oder so. Habe ich mal so gehört. Ja. Okay. Ja, Leute, was ist denn da los? Wenn ich habe auch mal irgendein Spiel gespielt, habe ich mich gewundert, warum es so komisch aussieht. Da hatte ich den farbenblinden Modus drin. Okay. Gut, also. Na, gehe nochmal da hoch hier. Ist noch ein bisschen, aber. Es sieht jetzt nicht so spannend aus. Da hinten ist einer. Hält sich für den Oberboss. So. Was? Stirb. Da hinten ist wieder einer langgelaufen. Mit seinem komischen Flexroller. Unfassbar. Hier alles beschmieren, diese. Ja. Jugend von heute. Graffiti hier, unglaublich. Schrecklich. Juhu! Hey, ein echtes Tintenfischproblem. Oh shit, da geht der Punk ab, Alter. Nein! Ich hab mir. Gut. Die verteidigen ihre Basis auf jeden Fall. Ich hab, glaube ich, mal gehört, wenn man die Basis. Oh shit. Ich komme nicht in einen Hinterhalt. Ja. Das kann man halt immer machen, weil die Leute sehen ja. Die Leute sehen ja, wenn da. Jemand kommt. Ach. Jetzt haben sie beide Schutzschild. Diese Feiglinge, Alter. Das Schutzschild hält ja gar nicht so lange, ne? Ich probiere mein Glück aber immer wieder. Bomben! Ja, ist der Typ. Wo ist der hin? Okay, irgendwo. Ende! Wie sieht's aus? Ich glaube. Ihr habt gewonnen. Wir haben gewonnen. Diese Katze, was? Was soll diese Katze? Ich glaube, der hat auch. Ich glaube, der hat einen Namen auch, aber ich weiß gar nicht, wie der Typ heißt. Naja. Also ich würde sagen, wir machen noch ein kleines Spielchen. Ja, und dann ist das Pärtchen auch schon vorbei. Das was? Das Pärtchen. Achso, Pärtchen haben Folge. Ich verstanden. Das Pärchen ist dann auch vorbei, auf jeden Fall. Und dann will ich dem Bertus auf jeden Fall auch für seine Geduld danken, dass ich mit ihm aufnehmen durfte. Er hat es natürlich auch mal probiert, ist ja klar. Aber war nicht so begeistert und das kann ich auch verstehen. Und deswegen, ich meine, ich glaube, der Bertus hier, das ist ein Kumpel hier, der ist eher für so richtige Shooter geeignet. Vor allen Dingen für Maus und Tastatur. Für Maus und Tastatur, ja, das glaube ich. Und nicht diese Bewegungsstörung. Mit Gamepad und generell so, ja, das verstehe ich ja. Ist ja okay. Guck mal, da ist Gronkh. Gronkh ist in unserer Lobby. Oh mein Gott! Ich wusste gar nicht, dass Gronkh eine View hat. Als ob. Okay, also ich würde es Gronkh schon zutrauen, dass der sich jede Spielekonsole holt, die auf den Markt kommt, aber ich weiß ja nicht, ob der wirklich hier Splatoon Testfire spielt. Ich glaube, ehrlich gesagt eher nicht. Oh, hast du es gesehen? Ja, das hat schon eine ziemlich krasse Reichweite, das Ding. Dumm. So. Okay. Hab ich leider nicht. Stirb. Nice shot. Stirb.
Stirb! So, und der stirbt gleich auch. Das finde ich so geil, dass man wirklich sehen kann, wenn jemand spawnt vor einem. Ne? Das, Oh shit. Okay. Gut, da oben ist auch noch einer. Hittet! Achso. Ah, warte. Warum ist der grün? Warum sind die alle grün? Das ist ja voll bescheuert. Oh. Heulboje, kippt ein paar. So, jetzt kann ich hier mit A-Bomben schmeißen. Okay, dann kann ich hier noch super. Oh shit. Nein, wieso habe ich den nicht gekillt? Komisch. Keine Ahnung. Komisch. Okay, da gab es wahrscheinlich irgendwie einen Verbindungsfail oder so. Guck mal, das kommt wieder. Oh mein Gott! Gronkh! Gronkh! Ah! Ah! Wichser! Okay. Leider. Leider, aber... Passt schon. Nein, stirb. Ah! Ich bin so dumm, wieso gehe ich da runter? Wir verlieren hier noch. Der geht zu unserer Basis, alles klar. Der ist gerade schnurstracks auf unsere Basis zugerannt. Ja, klingt wie ein Plan, ne? Klingt wie ein Plan. Ist ja nicht so, dass ich gerade gestorben bin und da zufällig bin. Ja. Wie sieht's aus, ihr Lieben? Nee. Den anderen kannst du killen, mich aber nicht. Ha! Biggest fail ever. Wow, shit. Achso, der ist auch tot. Okay. Oh mein Gott, da ist Gronkh wieder! Gronkh! Gronkh hat mich gekillt. Sowas. Aber wir haben es geschafft. Boah, war knapp. Ganz schön knapp, ja. Ja. Aber mich würde mal so richtig so, wenn so ein Gleichstand kommen würde, würde mich das mal interessieren, was dann passiert. Wär wahrscheinlich dann so Elfmeterschießen oder sowas. Ja, das wär's doch. Nee, dann ist wahrscheinlich einfach unentschieden und dann bleibt es dabei. Gut, das war's, würde ich sagen. Mit Let's Play Global Testfire kann ich hier irgendwie wieder raus? Option? Zum Nintendo eShop, alles klar. Okay, dann werden wir gleich sehen, wie viel dieses fantastisch gute Spiel... Genau! Wir werden sehen, ey, kleines Spielchen noch machen. Oh, kann man schlecht. Da was gewinnen? Nein. Ist einfach nur so. Das ist scheiße. Man muss da doch was gewinnen können, Digga. Ja, klar. Ich glaube 40 Euro, glaube ich. 60. Ja, genau, 40 Euro, aber ich... Ja. Ein Klacks... Ja gut, zurück und auf Beenden. Tschüss! Das war unser kleiner Ausflug zum Nintendo eShop. Damit bedanke ich mich fürs Ansehen und ich würde sagen, ja, bis zum nächsten Mal bei Splatoon Testfire. Genießt noch ein bisschen die schöne Musik, während ich hier laber. Danke auch für den Bertes, dass er dabei war. Kein Problem. Oh mein Gott. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Slender. Was auch immer, ist egal. Jedenfalls Splatoon Testfire ist jetzt erstmal beendet. Weil es bis zum nächsten Mal einfach, wenn es wieder verfügbar ist. Splashfest oder genau. Was heißt. Splash, ja, ist egal. Und dann würde ich sagen, Cut.